Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zum Ravensburger Adventskalender. Heute, hier oben waren wir, Türchen Nummer 20, ja. Ah, ich habe noch 5 Türchen vor mir, mal gucken, ob ich die heute schaffe zu drehen. Ich muss mich nämlich dann ums Mittagessen kümmern und heute kommen noch die Leute, unsere Feuermelder überprüfen. Die haben wir zwar dieses Jahr erst bekommen, aber die müssen dieses Jahr schon wieder überprüft werden. Ich liebe das ja, wenn mein Alltag von außen unterbrochen wird. Wo habe ich mein Handy hingetan? So, wir können ja auch gemeinsam reingucken. Passt auf. Mal gucken, ob das geht. Es ist hauptsächlich grün. Hier ist eine Gans. Hier sind so Symbole mit Farben. Und hier drüben ist irgendwie noch ein Eichhörnchen. Ist hier unten sowas? Nö. Hauptsächlich Blattwerk. Hier oben ist noch ein Tier. Okay, wir gucken es uns in der App an. Die muss ich jetzt erstmal noch raussuchen. Escape Pussy Support kommen. So, passt auf. Ich glaube, irgendwer guckt mit sehr großer Lautstärke. Einer von meinen Nachbarn guckt Fernsehen. Oder die streiten sich. Ich bin mir nicht sicher. So, was war das Türchen 20? So, also hier ist eine Gans, hier oben ist ein, Gott, was könnte das sein? So eine Art Marder oder eine Maus. Hier ist ein Eichhörnchen. Wir haben ein gelbes Dreieck, ein lilanes Kreuz, ein blaues Kreuz und ein rotes Dreieck. Okay, und sehr viele Karten. Aha, okay, okay. Ich glaube, ich meine, hier steht noch ein Symbol drauf, ne? Ich glaube, das ist ein Teil von was Größerem. Ich glaube, das ist das Tor. Ich glaube, darum müssen wir uns dann im letzten Türchen kümmern. Und hier steht noch Bergfalte und Talfalte. Mit Punkten und Strichen. Okay. So, die Baumwesen haben mir geflüstert, dass es für dich an der Zeit ist, ein eigenes magisches Artefakt herzustellen. Hier, nimm diese Blätter. Hatten wir nicht schon mal einen Zauberstab gemacht oder so? Und gib dein Bestes. Mehr als 4 Versuche hast du aber nicht. Okay. Das Portal scheint ganz in der Nähe. Nicht, dass wir so kurz vor dem Ziel noch vom Weg abkommen und in den Tälern verloren gehen. Hier gibt es also Täler. Ah ja, so. Bergfalte sind blaue Punkte. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Und Talfalte sind die orangefarbenen. Also ich nehme mal an, Tal heißt, das muss nach unten. Und Berg heißt, das muss nach oben. So, und hier steht noch eine 1. Also 1 heißt knicken und das heißt Talfalte. Ich knicke also, oh Gott. Geht gleich alles kaputt. So, und das heißt, das hier ist ein Berg und das hier ist ein Tal. Okay, dann 2. Muss man auch wieder knicken. Vorsichtig sein. Das Material reißt nämlich schnell. So. Mehr oder weniger. Berg und Tal. So, drittens ist das hier. Mhm. Und viertens ist das hier. Okay. So weit, so einfach. Pappe ist jetzt nicht so perfekt. Also, wir haben erst das. Dann das. Dann das. So. Jetzt haben wir hier die Gans, das kleine Mäuschen und das Eichhörnchen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt hier reinlegen. Und das, was hier erscheint, ist unser Feld. Denke ich mal. So, und das ist das. Passt perfekt. Geh weg. So, war jetzt nicht so kompliziert. Ich rede mit der Technik, ne? Nicht mit der Katze. Das ist hier das Blau. Ihr seht nichts. Das ist hier das blaue
Das Blaue Kreuz. Wobei die Gans ist hier. Also wir sind jetzt neben der Gans, ne? Also die Maus ist, ach so, nee. Die Maus ist da und das Eichhörnchen ist hier, ne? Also es sind nur die Richtung. Eigentlich ist hier das Eichhörnchen, hier oben ist die Maus und hier ist die Gans. So, aber selbst wenn wir das anders verhalten, also dass wir sagen, wir stellen diesen Berg auf, dann wäre die Maus immer noch am falschen. Also es geht, glaube ich, eher um die Himmelsrichtung. So, aber ich würde sagen, damit haben wir es theoretisch gelöst und ich würde sagen, gibt es denn noch ein blaues? Ja. Es gibt ein blaues Kreuz und wir öffnen das jetzt einfach. Und gucken, ob hier die 21. Hier steht die 21 drin. So! Das Video ist übrigens zu kurz. Ist jetzt aber wurscht. So, dann kriege ich halt keine Mittelwerbeeinblendung. Ich glaube, das überleben wir. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss!